Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Wir haben hier die Bilder immer noch offen und gehen jetzt einfach mal weiter. So. Ja. Schön. Huch, ich habe vergessen, den Timer einzustellen. Moment. So. Speichervorgang. Oh, kommt da was Großes? Moment. So. Frisch aus dem Bett. Dreh den Swag auf und wir gehen einfach mal wieder weiter hier. Chocobus können wir noch 4 Tage lang nutzen. Dann müssen wir wieder neue ordern. Morgen. Was macht der denn so früh da draußen? Der ist immer aufgeweckt. Das ist voll cool. So. Wir gehen mal zur Hauptquest. Was macht der nochmal? Ach. So ein Käffchen am Morgen. Willkommen. Hallo, Verbrauchsgüter, Riechsalz und Jungfernkuss. Ein Erfrischungsgetränk, das durch Noctis Kräfte eine belebende Wirkung entfaltet. Halt konfus, aha. Ein beliebtes Fruchtgetränk, das durch Noctis Kräfte eine wachmachende Wirkung entfaltet. Halt Frosch. Schau wieder rein. Okay, wir haben weder noch das eine noch das andere, deswegen trinken wir mal gar nichts. Wir verdursten einfach. Das kann man so mal machen in Final Fantasy. Vor allem, wenn man der Prinz ist, weil wir dürfen ja alles machen. Wir machen einfach alles. Wir haben den Swag und wir sind cool mit allem. Wir sind hier echt cool mit allem. Die flirtet mit uns, weil wir der Prinz sind. So viele Leute. Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Hat sie das geschrieben oder war das seine Navi-App? Achso, das haben wir ja schon angehört. Genau, wir gehen da nach hinten. Moment, wir waren doch eben im Hotel. Wir waren doch eben im Hotel. Geht aus dem Weg hinter, ich bin der Prinz. Ich bin der mächtige Prinz Noctis. Nicht überheblich werden. Nicht überheblich werden. Mann. Sind eben gerade aus dem Hotel raus und dürfen wieder hin. Diese Iris, die alte Schnalle. Huch. Wow, habt ihr das gespürt? Das Erdbeben gerade? Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Ibuhexal akut. Ja. Ist wieder weg. Da gibt's doch was von Ratiofarm. Hallo. Erstmal wieder flirten und so tun, als wäre nichts. Oh, mir geht es so herrlich gut. So, rein mit uns. Aber was war das gerade? Genau. Iris. Da ist hey, sie ja. Bloody. Iris. Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Fürs Erste. Lass uns nachher unter 4 Augen reden. Gern. Gladio. Der Weiberheld. Genau, der will sich wieder unter 4 Augen unterhalten. Ja, genau. Da kann man nur schnaufen. Schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Oh, ist doch ein höflicher Junge. Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noct, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte.
Ja, danke dir. Oh Mann. Was ist? Noctis, Luna Freya. Sie war vor einer Weile hier in Lestalum. Sie hat die Stadt sofort wieder verlassen. Aber wenigstens ist sie am Leben. Wenigstens das. Verstanden. Danke. Danke. Also dann, ruht euch erstmal aus. Muss ja nicht so schreien. Aber okay, sie ist ganz außer sich. Die musste das loswerden. Wir haben uns doch erst ausgeruht, Mann. Und da quatschen sie. Ha, jetzt mit dem Noctis unter vier Augen. So. Gladio. Weil wir der Prinz sind. Weil wir eben der Prinz sind. Und du kannst nichts, Gladio. Du kannst nur rumrennen und deine Muskeln zeigen. Aber wir haben eine coole Cappy auf. Und die verschafft uns frei Eintritt in das Land der Damen. Aha, so sieht's nämlich aus. Wir haben wieder Bilder. Guck, da ist er ganz sauer und verdeckt sein Gesicht. Nein, ich will jetzt nicht reden. Ich hab Iris mit Noctis in dein Zimmer gehen sehen. Okay. Da grüßt er eine Mauer. So. Ach, guck mal. Die sind mir irgendwie mega sympathisch. Ich weiß nicht. Die haben so richtig schön familiäres an sich. Und die Iris. Die Iris. Ganz lieb. Eine ganz, ganz liebe. So, wir gehen mal weiter. Und es lädt gleich wieder. So, wieder Speichervorgang. Der nächste Morgen. Na endlich, du Schlafmütze. Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Tirkit spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Los, lasst uns auch gehen. Ja komm, wir gehen mit. Wir haben uns zwar schon alles angeschaut, aber wir sind höflich. Okay, gehen wir. Klasse, ich führe dich rum. Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Ah, das ist der Rezeptionist? Ach, guck dir das mal an. Ja, der nimmt sich auch die Zeit für das Leben. Das ist auch sehr schön. Nanu? Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Komm schon, mir nach. Ach, da hinten ist sie. So. Wir könnten jetzt theoretisch vorrennen, aber genau. Ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Das haben wir ja schon gesehen. Oh, sie rennt. Jetzt hat sie doch nicht mehr. Die kann sich einfach nicht entscheiden. So, wir waren schon zwar, ich glaube, überall, aber wir lassen uns nochmal alles zeigen. Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles. Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Unbeeindruckt zeigen. Ach komm. Komm, das ist cool. Der Ort ist wie für dich geschaffen. Ja, das finde ich auch. Oh, die Kleine. Wow. Sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Noct. Wartest du kurz? Huch. Ich möchte was kaufen. Okay, dann warten wir halt kurz. So, fertig. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Was gibt's denn hier alles? Aha, so ein paar Kräuter und sowas. So sieht es zumindest aus. Samen. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Man muss sich das mal alles genauer anschauen. Oh, das sieht lecker aus. Aber nichts geht über Ignis Kaufkünste. Und die? Oh, die ist noch von letzter Nacht Party Hard und so, ne? Da hoch? Zum Kraftwerk begeben. Das war hier in die Richtung. So, jetzt einfach mal mit dem Porten prallen. Einfach so, weil wir es können. Das wäre blöd eigentlich. Das wäre falsch. Das machen wir nicht. Nein, Noctis, nein. Gladio soll nicht noch wütender sein. Wo gehst du hin? Ach, da bist du ja.
Dann geh wir halt voraus. Du wolltest ja uns alles zeigen, aber okay. Okay, wir kennen ja schon den Ort. Dann zeigen wir ihr halt mal das Kraftwerk. Du bist ja eh von allem begeistert. Okay, sie rennen doch vor. So. Das ist das Kraftwerk. Hier wird die Energie für die Fabriken gewonnen. Bei Tag sieht das auch nochmal krass aus. In Nestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Das ist... Ich weiß nicht. Ja, komm. Das wäre so falsch gewesen, glaube ich. Wieso arm? Also, ich weiß nicht, dass sie ernst genommen werden. Och, das war so klar. Pekla Panorama Park. Okay. Okay, sie guckt uns nicht vorwurfsvoll an, aber ja, woher sollen wir das wissen? Woher sollen wir das wissen, dass so eine Knochenarbeit hier eine Ehre ist zu verrichten? Wobei eigentlich warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ganz anders als in Insomnia. Noctis scheint unbeeindruckt. Was macht die da? Ach, das sind so Arbeiterhosen oder was? Ah, schau mal eine an. Okay. Bei Tag sieht das natürlich auch mega cool aus. Bei Tag und bei Nacht, das hat total zwei unterschiedliche Flares. Manchmal kommen Leute auf Chocobos hierher. Vielleicht schon was, finde ich. Mein Hintern würde das nicht aushalten. Auf die Nüsse. Das kann ich mir vorstellen. Das geht voll auf die Nüsse irgendwann. Wir weichen Gesprächen aus. Einfach. Ja, das haben wir schon mal gehört. In dem Laden hier schmecken die Getränke alle lecker. Ach ja? Der scheint richtig unbeeindruckt zu sein. Weil im königlichen Palast, da gibt es alles. Und zwar in perfekt. Weil Noctis, der ist auch perfekt. In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Ja, nicht schlecht. Oh, Nanu, was ist das? Hm. Ach, natürlich, der Ignis kann jetzt nicht irgendwie ein Rezept daraus sehen, weil er gar nicht da ist. Oh, guck mal, eine kleine Band. Da kann man sogar zuhören, das ist voll cool. Okay, gehen wir mal weiter. Wir sind da, Noct. Am Pekla Panorama Park. Ah, das ist so schön. Schau doch mal, man sieht den Meteor. Mhm. Noct, sag mal, ist das jetzt ein Date? Entschieden abstreiten, die Situation scherzhaft entschärfen. komm. Wir müssen ja nicht immer so ernst sein. Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Ob die anderen wieder da sind? Lass uns zurück ins Hotel, okay? Was möchtest du essen? Der überlegt sich jetzt, wie werde ich Gladio los? Weil die ist ja schon nicht schlecht. Aber Gladio, der prügelt uns windelweich. Und Luna Frey, die will man auch nicht in Rage-Modus erleben. Das, tja. Das ist, ja. Guck mal, die schämt sich jetzt. Lass uns mal zum Hotel gehen. Das ist ärgerlich. Eieieiei. Da ist man der Prinz, aber man ist trotzdem nicht frei. Frei für Entscheidungen und... Ah, das ist so ärgerlich. Die erste Amtshandlung als neuer König, der Gladio muss weg. Einfach herrlich, den Wind in den Haaren zu spüren. Die flirtet doch eindeutig mit uns. Und was ist da hinten eigentlich?
Hä? Solange Iris in der Gruppe ist, kannst du den Bereich nicht verlassen. Ach so, okay. Dann lass uns den Bereich eben nicht verlassen. Und wir gehen zurück ins Hotel. Und da parkt jemand mega scheiße. Die Lust am verkehrssicheren Fahren und Parken. Weil der hat da so geparkt. So, ich glaube da hinten... Müssen wir da hinten lang und dann abbiegen? Ja, oder? Ja. Hallo? Das war eine mega gute Begrüßung, Noctis. Arme verschränken und zuschauen. So, that way. Und dann, noch ein paar Städtische hier. Schön. Da hockt sich einer hin. Ich finde das so cool, dass jeder so seine eigene Aktion hat. Was haben wir hier? Long live the Oracle. Cool. Ja, das ist auch echt cool. Und schon wieder eine Band. Ach, das sind die von vorhin. Die steht daneben und genießt es. So Zeit mit ihrem Bae zu verbringen. Naja, wir gehen mal rein. Ob die anderen wohl schon zurück sind? So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Noct. Hat Spaß gemacht. Hauptsächlich hat sie gesprochen. Zustimmen, Thema wechseln, die Situation scherzhaft. Was denn? Wieso immer scherzhaft entschärfen? Das war doch... Ja, zustimmen, komm. Das war ja auch schön. Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. 500 EP erhalten. Habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Noct. No. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung. No, für später im Hotel. Wenn Gladio nicht hinschaut. So, Stadtbummel abgeschlossen. Mega schwere Mission. Aber wir wieder meisterhaft gelöst. Oh, das sind sie. Hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. No. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Wollen wir mal nachsehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott. Gern geschehen. Wow. Neu, wieder ein Königsschwert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da hinten sieht man noch ein paar Nebenmissionen. Die schnappen wir natürlich auch alles auf. Wir saugen die Missionen auf wie ein Schwamm. Bitte nicht böse sein, wenn es das Schwert nicht wirklich gibt. Nein, nein, du. Wir tun dir doch gar nichts, wenn das nicht wahr ist. Ich habe das Gerücht irgendwo in der Stadt aufgeschnappt. Bist du sicher, dass du das hier nicht selbst ausgedacht hast, hä? Ach nee, das ist ja gar nicht der Rezeptionist. Ich hoffe, dass ihr unversehrt zurückkommt. Und da hinten? Oh, ein Turi. Wie wir vier auch. Und da ist unsere gute Freundin. Klingt gefährlich. Schafft ihr das zu viert? Ich würde sie ja gerne mitnehmen. Nehmt euch bloß vor Sichern in Acht. Kann gut sein, dass dort welche lauern. Das wäre nicht so gut, aber das werden wir frühestens in der nächsten Folge erfahren von Final Fantasy XV. Bis dann. Ciao.